Am Flughafen, beim Drive-In, im altehrwürdigen Theater oder im provisorischen Zelt. Corona-Schnelltests, ursprünglich hauptsächlich für Orte wie Altenheime vorgesehen, gibt es inzwischen überall und für jedermann. Doch Vorsicht, wie die Welt am Sonntag berichtet, waren in einer neuen Studie rund 30% aller Testergebnisse falsch. Heißt, fast jede dritte Infektion wurde von den Schnelltests nicht erkannt. Die Aussagefähigkeit ist eben aufgrund der schlechteren Testqualität im Vergleich zu einer Virus-PCR nun mal begrenzt. Und man sollte davon also keine größeren Entscheidungen abhängig machen oder sich möglicherweise in falscher Sicherheit wiegen. Dazu kommt, die Qualität der Schnelltests variiert stark. Kontrollen durch die Behörden gibt es kaum. In vielen Testzentren sitzen zudem keine Ärzte, sondern Studenten oder Arbeitssuchende, die teils binnen einer Stunde zum Tester geschult werden. Dass der Staat diese Art von Fastfood-Ausbildung erlaubt, für Laborärzte ein fataler Fehler. Man hat so getan, als wenn das jeder machen könnte, aber wir sehen immer häufiger, dass zum Beispiel diese Abstriche nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Trotz aller Mängel, der Run auf die Teststationen ist seit Monaten groß. Alleine in den Wochen vor Weihnachten ließen sich hier Millionen Deutsche testen und entlasteten damit Praxen und Labore. Die Chance, das schnell und unbürokratisch zu erledigen, für viele ein Segen. Ich musste halt sofort das Ergebnis haben. Bevor ich halt Verwandte besuchen wollte, wollte ich sicher gehen, dass ich nicht infiziert bin. War einfach und war ein Gefühl von Sicherheit. Dieses Gefühl von Sicherheit will der Gesundheitsminister am liebsten jedem ermöglichen. Doch Schnelltests für zu Hause sind aktuell noch Zukunftsmusik. Denn für den Privatgebrauch müssen sie nicht nur zuverlässiger, sondern auch unkomplizierter werden.